Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Real Politics 2. Etwas, was wir im Stream angefangen haben auf twitch.tv/anderelampe in der Dienstagspolitik mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne. Aber wir widmen uns mittlerweile anderen. Aber ja, das hat so einen Spaß gemacht. Ich will das jetzt einfach weitermachen hier auf YouTube, einfach in aufgenommenen Folgen. Und wir sind gerade dabei. Wir haben festgestellt, wie diese Geschichte mit den zusätzlichen Territorien bekommen funktioniert. Man muss halt relativ viel Aktionspunkte investieren. Und da sind wir jetzt gerade wieder bei. Besiedlungsprojekt umsetzen. Forschungsexpedition. Dauert noch 48 Tage und dann ist die nächste Stufe dran. Und dann wollen wir uns dieses Gebiet hier schnappen. Weil es hat 90 Metalle, 49 Brennstoff, 21 seltene Erden und die kriegen wir einfach so obendrauf. Unsere Wirtschaft blüht, wir haben genug Geldeinnahmen, wir haben einigermaßen gut AP-Einnahmen. Und wir haben einen mächtigen Block mit Australien und Japan zusammen. Und hier müssen wir noch warten, dass wir wieder nach Aktionspunkten fragen können. Australien hat im Moment zu wenig Brennstoffe, da können wir nicht nachfragen. Können wir positive Aktionen machen? Ja, wir können investieren. Das würde ich mal direkt machen. Investieren gibt uns Investitionspunkte und wir haben auch die Kohle, einfach zu investieren. Machen wir bei Japan auch mal. Und Blockaktivitäten, da müssen wir auch noch 20 Tage warten, bis wir wieder nach Aktionspunkten fragen können. Und so lange lassen wir die Sache mal laufen jetzt. Oh. Ein Ereignis. Bevorstehender Besuch. Wir werden bald Besuch bekommen. Ich habe ein Treffen mit einer präsidialen Delegation unserer Freunde anberaumt. Es wird öffentlich übertragen. Bereiten Sie also eine wirksame Rede vor. Leider müssen die wenigen Hauptstraßen der Stadt gesperrt werden. Aber hey, wir müssen uns schließlich im bestmöglichsten Licht präsentieren. Okay, und dann, wir werden sie mit unserem Prestige blenden, oder? Wir haben doch noch ein paar Flaschen billigen Wein im Keller. Puh. Egal, was wir machen, unser BIP-Wachstum, wir kriegen Malus auf BIP-Wachstum. Wir müssen AP ausgeben und Geld, aber, ja, wir werden sie mit unserem Prestige blenden. Ist ja wohl ganz klar. Eine moderne Staatsform hier. So. Besiedlungsprojekt umgesetzt, internationale Zustimmung, alles klar. Besiedlungsprojekt umsetzen, Forschungsexpedition, okay, das läuft gerade noch. Ein Beratervertrag endet bald. Okay. Und da ist der Monat rum. Überwältigender Erfolg, das war das Ereignis von gerade. Die präsidiale Delegation hat unser Bestreben, keine Kosten und Mühen zu scheuen, definitiv bemerkt. Man wird sich an diesen Besuch für lange, lange Zeit erinnern. Die Elfenbeinküste, fabelhaft, wir kriegen 30 Punkte, dies ist eine Bedingung für Siegesbedingung für das Spiel. Beziehungen zur Elfenbeinküste plus 20 für 400 Tage und 5 Wohlwollenspunkte. Hallöchen, okay. Können wir leider nicht wirklich viel mit anstellen, wenn die nicht bei uns im Block sind und wir haben jetzt schon 2 mächtige Partner im Block. Gucken wir mal gerade, wie sieht's aus? Ja. Ich möchte gerne nach APs fragen, also Aktionspunkten. Und da geben wir alles, was wir haben, für aus. Und Japan möchte ich das auch fragen. Die APs sind etwas, was uns wirklich im Moment wahnsinnig beschränkt. Und wir hatten ja echt lange Zeit im Stream auch negative Werte, sodass wir nur uns über diese Blockaktionen über Wasser halten konnten. Jetzt geht's einigermaßen, aber ich bemühe mich auch, Projekte zu fahren, wo unsere AP-Aktionspunkte-Einnahmen steigen. So. Bestätigen. Ich glaube, mit dem neuen Territorium haben wir auch ein bisschen AP-Punkte-Abzug, weniger. So, Ask for Governmental Assistance in Australien ist fehlgeschlagen. Oh, das ist schlecht. Oh, shit. Aber so wie es aussieht, ist es erfolgreich gewesen in Japan. Macht der Information.
Das ist es also. Wir stehen kurz vor einem technologischen Durchbruch. Wir haben die besten Wissenschaftler der Welt. Unsere Gesellschaft ist modern, doch es gibt noch mehr Möglichkeiten. Unser Volk strebt nach Größe und erkennt die Macht der Information in der modernen Welt an. Wenn es uns gelingt, Informationen nach Belieben zu sammeln, zu speichern, zu verarbeiten, zu verteilen und zu verändern, können wir den gesamten Informationsfluss der Welt kontrollieren. Dies würde uns eine einzigartige Machtposition verschaffen. Doch es würde uns nicht gelingen, unsere Ambitionen geheim zu halten. Also, wir müssen uns entscheiden. Wollen wir den Pfad eines Technologiesieges beschreiten? AP-Kosten für Unterhalt aller Projekte Neuseeland 5%. Ich schiebe es nochmal auf ein Jahr. Diese Geschichte kam in den letzten Folgen auch schon ein paar Mal. Ich würde es nochmal um ein Jahr aufschieben. Diesen 5% mehr auf AP will ich mir jetzt gerade nicht zumuten. Investitionen in Japan umgesetzt und Investitionen in Australien umgesetzt. Sehr, sehr gut. Da müssen wir noch eine Weile warten. Investitionen und Wohlwollen erlangen wäre so das nächste, was wir hier machen wollen. Nächster Monat ist rum. Projekte, die sind beide relativ langwierig. Da ist Forschungsexpedition ist abgeschlossen. Wasserbesiedlung. Da ist hier Komponentenproduktion. Da haben wir die Materialien für. Wir haben auch die Aktionspunkte. Würde ich sofort wieder einleiten. Dann fehlen noch 3 Stufen, wofür wir ziemlich viele Aktionspunkte und auch ziemlich viel Metall brauchen. Aber dann können wir uns dieses Stück hier, internationale Gewässer, einverleiben. So, jetzt erstmal Beratervertrag. Ich nenne die gerne Minister, aber ja, heißt nun mal Beratervertrag hier. Der Finanzverwaltung. Der Beratervertrag ist ausgelaufen. Wir müssen einen neuen unterzeichnen. Da haben wir 2 Möglichkeiten. Entweder Gabriele Kalinins. Oh Gott. Interventionismus Zielwert minus 3. Das ist das, wie wir unsere Regierung aufgestellt haben. Also hier diese Geschichte. Interventionismus sind wir im Moment relativ hoch. Mindeststeuersatz minus 10%. Ich würde hier nochmal Geld und Aktionspunkte ausgeben, um einmal neu zu würfeln. Steuereinnahmen plus 5%. Ich glaube, ich nehme mir die Steuereinnahmen. Obwohl wir kein Problem mit Geld haben, ist Geld doch eine gute Ressource und die Ressourcen, die wir hier haben, sind wahnsinnig teuer. Also würde ich ihn verpflichten. Damit kann ich gut leben. So. Und wir brauchen ziemlich viel Metall für die nächsten Expansionsgedüngsies hier. Aber Gott sei Dank haben wir die Schachtmine fertig gebaut, so wie es aussieht. Ja. Können wir die aufwerten, ist die Frage. Wir können die aufwerten. Eine Untergrundmine zur Eisenerzförderung. Dauert 200 Tage, kostet uns 2400 Aktionspunkte. Öl und seltene Erden. 5 Aktionspunkte. Effekt ist Rohstoffeinnahmen plus 30 Metalle. Provinz Umweltzerstörungsmodifikator plus 2%. 30 Metalle. Ja, das machen wir. Wir müssen Metalle produzieren. Es hilft alles nichts. Die Sachen, die wir vorhaben, sind alle teuer. Wir werten die Mine auf. Ja. 200 Tage dauert das. Aber so ist es halt. Kann man nichts machen. So, lassen wir Zeit verstreichen. Ich muss mal gucken bei Australien. Können wir können schon wieder nach, wir können positive Aktionen machen, genau. Wohlwollen erlangen, möchte ich gerne. Dann, investieren geht nicht. Ich möchte aber trotzdem wieder nach der Regierungsunterstützung fragen, um Aktionspunkte zu kriegen. Wir produzieren viel zu wenig, als dass wir uns das durch die Latten gehen lassen sollten, dass wir immer unsere Blockpartner danach fragen können. Besonders Japan mit ihren 194.000 Aktionspunkten, die sie auf Kante liegen haben. So, da erhöhe ich auch mal die Chancen. Und okay, in Australien wurde es erfolgreich umgesetzt.
Und Projekt Schienennetz wurde umgesetzt. Oh, großartig. Wir haben was in der Infrastruktur gemacht. Infrastruktur, hier haben wir ein Schienennetz umgesetzt. Hier haben wir Modernisierung der staatlichen Eisenbahn. Haben wir zu wenig Eisen für. AP-Einnahmen plus 20. BIP-Wachstum. Das wäre nice. Was haben wir hier? Geschäftsflugverkehr. BP-Wachstum. Kernenergie. Wir könnten Kernenergie einführen. Kernspaltung haben wir erforscht. Unzufriedenheitszielwert wird damit erhöht. Kohlekraftwerke macht Umweltzerstörungsmodifikator. Gucken wir mal bei grundlegende Infrastruktur, was wir da haben. Da haben wir noch Zukunftsstädte. Werten Sie Ihre Städte in modernen Ballungsräumen auf, die ohne Probleme 10 Millionen Einwohner aufnehmen können und dennoch eine annehmbare Lebensqualität bieten. IME plus 1, Umweltzerstörungsfaktor auch plus 1. Moderne Städte, Steuereinnahmen plus 5%. Staatlicher, öffentlicher Verkehr, BP-Wachstum, Unzufriedenheit sinkt, Interventionismus geht hoch. Privatisierter Verkehr. Oder moderner öffentlicher Verkehr. Tja. Gucken wir mal bei Bildung. Was haben wir denn da? Bildungsförderung oder technische Schulen, verpflichtende Gymnasial. Was ist bei technische Schule? AP-Einnahmen plus 5%. Umsetzung für... Ja. Sofort. Sofort. Das haben wir. Technische Schulen. AP hoch und Umsetzungszeit für die Projekte. Auf jeden Fall. Das machen wir. Okay. Und wir haben von Japan auch AP bekommen. So können wir gleich wieder das nächste machen, um hier... dieses Gebiet. Ach, da brauchen wir Eisen für. Und mal nochmal auf Pause. Besiedlungsobjekt Komponentenproduktion ist abgeschlossen. Heißt Wasserbesiedlung. Ah, wir haben nicht genug Metall. Wir hätten die AP. Wir brauchen 800 Metall. Heißt, liebes Australien, wie sieht's denn mit Ressourcen aus? Ihr habt nicht genug Brennstoffe. Ich würde euch doch Brennstoffe geben. Ich habe doch nur ein Problem mit Metall. Aber wir tun was daran, dass wir mehr Metalle kriegen. Das heißt, auf der Ecke können wir jetzt gerade nicht weiterarbeiten. Aber diese technischen Schulen werden uns wahnsinnig viel bringen. So, Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Das ist großartig. Das heißt, jetzt werden wir sofort Wohlwollen erlangen in Japan umsetzen, um Wohlwollenspunkte zu bekommen. Und können wir schon wieder... Nee, kann noch keine Blockaktion machen. Alles klar. Gut, wir operieren hier unten so auf der Südhalbkugel so ein bisschen in unserem eigenen Kreis, wobei Australien, Japan und Neuseeland sind schon irgendwie wichtige Player, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist nicht zu unterschätzen, was wir hier treiben. Glaube ich. Ich hoffe, das hat irgendwie Auswirkungen. So, Botswana hat den Block verlassen, Tansania. Und in Pakistan herrscht immer noch Krieg. Da sind zwei neue Staaten entstanden. Also ich werde auch demnächst mal auf der Weltkarte rumgucken. Aber irgendwie ist es so, ich bin jetzt total fixiert gerade darauf. Unsere Wirtschaft sieht gut aus. Die Einnahmen von Ressourcen sind gut. Und wir kriegen es langsam hin, dass wir hier positive Aktionspunkte bekommen. Was mich wahnsinnig freut. Weil das einfach über ganz, ganz viele Jahre in-game überhaupt nicht so war. So, diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Das heißt, von denen haben wir jetzt auch Wohlwollenspunkte bekommen. Wie sieht's aus? Noch 7 Tage. Dann können wir wieder nach
AP-Punkten fragen. Und ich will da echt einen Überfluss, sage ich jetzt einfach mal, generieren. Wir haben wieder Investitionspunkte, wir haben Wohlwollenspunkte, die hauen wir raus. Und wir fragen Japan auch. Bitte könnt ihr uns AP-Punkte abgeben. Das ist so krass. Wir haben 196.000 AP-Punkte auf der Kante. Aber was sie auch haben ist, wenn ich nach Blockaktionen nach Ressourcen frage, die haben null. Keine seltenen Erden, keine Brennstoffe, keine Metalle. Die sind vollkommen blank, was Ressourcen angeht. Ah ja, genau. Ich wollte es auch direkt mal Australien fragen. Und sie haben wieder genug Brennstoffe. Das heißt, hier bitte einmal... Ich gebe Punkte aus. So, Australien hat uns seine Aktionspunkte gewährt. Und Projekt gemeinsame Amtssprache wurde umgesetzt. Das ist ein Blockintegrationsprojekt gewesen. Ich bemühe mich gerade so ein bisschen Blockintegration zu machen, weil dieser Block, dieses Konstrukt aus Australien, Neuseeland und Japan ist halt irgendwie, was uns gerade unglaublich mit Schlagkraft versieht. Und wir haben da lange keine Projekte am Anfang irgendwie erforscht. Und das bringt halt total was. Die Kosten gehen runter, die man bezahlen muss und so. Und diese Integration. Und dann kann man auch irgendwann auch tatsächlich annektieren oder einem einverleiben. Damit habe ich auch noch nicht rumgespielt. Weiß ich nicht, wie diese Mechanik funktioniert. Aber ist auf jeden Fall interessant. So, lokale Autonomien. Unterstütze die lokale Autonomie, um die Zusammenarbeit zwischen Blockmitgliedern zu verbessern. Soziale Integration plus 10. Unzufriedenheitszielwert. Ja, das haben wir nicht so ein Problem mit. Ich glaube, Wehrpflicht von Ausländern wäre als nächstes dran. Währungsunion, gucken wir mal. BP-Wachstum ist natürlich klar, krass. Punkteeinnahmen, naja. Nee. Forschungsstipendien. Das ist nur Geldunterhalt. Ich glaube, Wehrpflicht für Ausländer. Erlauben Sie die Wehrpflicht von Ausländern, um die militärische Integration zu stärken. Okay, das müssen wir jetzt, glaube ich, mal machen, um... Ich gehe mal weiter. Gemeinsame Truppenübungen. Das müssen wir nicht machen. Ich habe gar kein Interesse daran, da an dieser Stelle in irgendeiner Weise weiterzumachen. Hier geht es weiter mit sozialer Integration. Ich glaube, ich lasse das mal gerade. Ich will mal bei innere Sicherheit... So, ich guck mal so ein bisschen bei innere Sicherheit. Habe ich schon lange nicht mehr geguckt, einfach. So, Verordnung im... Gesundheitssystem. Regulieren Sie das Gesundheitssystem in einem Land, damit Ärzte sauberes Werkzeug zur Verfügung haben und die Leute sich nicht so sehr vor dem Zahnarztbesuch fürchten müssen. IME, Index menschlicher Entwicklung, ein Hoch, Unzufriedenheitszielwert, minus 1, BP-Wachstum geht runter. Okay, aber das ist sicherlich was Praktisches. Oh, öffentliche Krankenversicherung. Führen Sie öffentliche Krankenversicherung in Form von Krankenkassen ein, damit die Leute Zugang zur leistbaren Krankenversorgung haben. Das mache ich auf jeden Fall. IME geht damit auch einen hoch. Und Bevölkerungswachstum plus 0,03 pro Monat. BP-Wachstum geht zwar auch ein klein wenig runter, aber das ist mir egal. Das machen wir. Jawohl. Das gefällt mir. Und wir haben Aktionspunkte von Japan bekommen. Und wir haben von Australien Ressourcen bekommen. Und hier gibt es das nächste Ereignis. Briefe mit Forderungen. Ein anonymer Brief mit terroristischen Forderungen erging an unser Hauptquartier. Eine unbekannte Gruppe fordert eine massive Tributzahlung und droht uns mit einer Anschlagsserie. Wie reagieren wir? Ab damit in den Mülleimer. Dies Irai ist wahrscheinlich lateinisch und ich kann kein Lateinisch. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Untersucht den Brief, findet die Absender und schaltet sie aus. Gefällt mir. Wir verhandeln nicht mit Terroristen, ignoriert ihre Forderungen und erhöht die Sicherheitsmaßnahmen.
Sicher, wieso nicht? Wir können es uns leisten. Nee. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Untersucht den Brief, findet die Absender und schaltet sie aus. Auf jeden Fall. Das kann ich so nicht durchgehen lassen. Oh, Kampf gegen den Hunger. Ein weltweites Benefizereignis zur Sammlung von Nahrungsvorräten und deren Transfer in Länder der dritten Welt, die wie keine anderen von Hungersnöten betroffen sind. Und da ist Neuseeland, Schweiz, Österreich, Irland, Serbien, Panama, Brasilien und Libyen mit dabei. Okay. Wir haben jetzt schon vorher in den Spielen festgestellt, dass diese Spendensammelaktionen irgendwie nur dazu da sind, dass man möglichst viel gibt in irgendeiner Form und dann wird man Erster und dann kriegt man zur Belohnung Punkte. Das ist so ein bisschen strange gemacht, aber ja, wir sind dabei. Können wir mal machen. Da kommt jetzt demnächst wahrscheinlich die erste Runde, wo wir was geben müssen. Genau. Spendensammlung startet. Die Organisatoren der Spendensammlung erwarten unseren ersten Beitrag. Wir haben unseren Namen in den Hut geworfen. Es ist also nur fair, dass wir unseren Teil des Abkommens erfüllen. Wenn Sie wollen, dass wir dieses Ereignis für uns entscheiden, das ist schon wieder so, das Spendenereignis für uns entscheiden, dürfen wir nun keine Ausgaben scheuen, um einen denkwürdigen ersten Eindruck machen zu können. Machen wir das Ding groß? Übertreiben wir es nicht? Bescheidenheit ist eine Tugend. Hey, niemand hat gesagt, dass es so teuer wird. Wir haben kein Problem mit Geld. Machen wir es groß. Und zack, sind wir auf Rang 1. Das ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen strange. Diese ganze Nummer. So, mal gucken. Kann ich hier schon wieder investieren? Oh, und ich könnte auch Wohlwollen erlangen. Nee, Wohlwollen kann ich nicht erlangen. Aber ich kann investieren. Und das tue ich. Und in Japan würde ich auch investieren wollen. Jawohl. Um ein gutes Verhältnis zu behalten. Beziehung 200. Das ist sehr, sehr gut. Bei 110 treten sie aus unserem Block. Die Suche nach den Terroristen geht weiter. Unsere Einsatzkräfte konnten die Terroristen bisher nicht finden. Ihre Aktivitäten nehmen derweil zu. Oh. Verstärken wir die Maßnahmen? Die Schlinge zieht sich langsam zu. Verhandeln wir erneut und bezahlen wir sie, damit sie uns in Ruhe lassen? Das ist ein Beweis dafür, wie wirkungslos der Krieg gegen den Terror ist. Es wäre besser aufzugeben und auf das Beste zu hoffen. Nee, verstärken wir die Maßnahme. Wir versuchen, die zu ermitteln. Ich lasse da jetzt nicht locker. Auf keinen Fall. So, wie sieht es jetzt eigentlich mit der Weltwirtschaft gerade aus? Ah, wir sind bei der Weltwirtschaft ganz unten. Deswegen haben wir ein eigenes BIP-Wachstum von plus 0,1. Wir haben 51 Bevölkerung, steht leider keine Einheit dahinter. Unsere Arbeitslosenquote sinkt immer weiter, weil wir massiv hier was abbauen. Das ist halt schon richtig gut. Terroristen geschnappt. Unsere Einsatzkräfte konnten die Terroristen verhaften, die uns erpresst haben. Sehr gut, sperrt sie für immer ins Gefängnis. Sehr gut, Zeit für einen ordentlichen Prozess. Sehr gut, exekutiert sie in der Öffentlichkeit. Sehr gut, exekutiert sie im Geheimen. Wir sind ein Rechtsstaat. Sehr gut, Zeit für einen ordentlichen Prozess. So. Investition wurde erfolgreich in Australien umgesetzt und wahrscheinlich auch in Japan, aber da kam auch kein Pop-up mal wieder. Das ist immer so ein bisschen strange. Wir sind jetzt gleich bei... Können wir gerade gucken. Wasserbesiedlung. Wir brauchen 800. Da sind wir bald. Ich könnte... Ja, ich sollte das tun. Ich sollte... mal... ein paar Metalle kaufen. Mann, ist das teuer, ey. Ich kaufe mir mal 301. Das kostet schon 16.000. Und dann können wir hier den nächsten Schritt machen, weil ich möchte wirklich das hier vorantreiben. Ja,
Und demnächst sind wir auch hier fertig mit der aufgewerteten Schachtmine und dann kriegen wir hier nochmal plus 30 bei den Metallen. Ja. Genau. So, wir rasen hier durch die Zeit, finde ich, im Vergleich zum Streamen auf jeden Fall. Projekte laufen, wir werten die Eisenmine auf, damit sind wir jetzt gleich durch. Hier, die Schachtmine wird aufgewertet, gleich, in einem Tag, aber erstmal kommt hier ein Ereignis zu dieser Spendengeschichte, die wahre Motivation. Einer unserer Mitstreiter in der Spendensammlung bezweifelt unsere guten Absichten. Das Land hat eine Kampagne gestartet, um zu propagieren, dass der Zweck unserer Teilnahme an diesem Ereignis im Grunde nur das Aufpolieren unseres internationalen Images und etwaige Erträge durch den Gewinn des Ereignisses betrifft. Die Tatsache, dass wir große Mengen an Rohstoffen beisteuern, um die gute Sache zu unterstützen, wird dabei völlig unter den Tisch gekehrt. Solche Schmutzkampagnen sind zwar unter unserer Würde, aber irgendjemand wird immer daran glauben. Unsere Popularität unter den Mitgliedern des Komitees hat jedenfalls gelitten und alles, was wir tun könnten, ist, die Sache völlig zu ignorieren oder eine Reaktion zur Rettung unseres guten Namens zu verlautbaren. Reagieren wir mit rhetorischen Phrasen auf die Anschuldigungen? Schreiten wir zum Gegenangriff? Nee, ich werde mich nicht auf dieses Niveau herablassen. Ist mir egal, ob wir in irgendeiner Form einen Damage bekommen oder einen Abzug bekommen in der Beziehung zu allen. Ist mir total egal. Ich werde mich nicht auf dieses Niveau herablassen. So. Und jetzt ist hier unsere Erzmine aufgewertet. Und wir haben nur plus 44. Wir könnten sie nochmal aufwerten. Wir hätten die Aktionspunkte dafür. Das würde uns plus 40 Metalle... Das war jetzt wahrscheinlich nur ein plus 10, nicht plus 30. Ja, genau. Also wir leveln sie quasi Stück für Stück. Nach oben. Ja, wir könnten noch eine Ausbaustufe weitermachen. Für 3600 ist natürlich auch schon wirklich viel. Es kostet aber kein Metall und Metall ist das, was wir brauchen. Also werde ich sie nochmal aufwerten. Ups. Und da fiebt es. damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Also, wir haben einige Projekte umgesetzt, wir forschen weiter und ich möchte das Tasmanische Becken in meinen Besitz bekommen, weil da liegen einfach auch nochmal 90 Metalle auf dem Boden, die wir ausbauen können. Wir müssen irgendwie wachsen, wir sind schließlich ein Inselstaat. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Danke fürs Ansehen dieser Folge von dem Let's Play. Schreibt mir gerne einen Kommentar dazu, was ihr davon haltet. Lasst gerne ein Like da und vielleicht überlegt ihr euch, ob ihr den Kanal abonniert. Würde mich wahnsinnig freuen. Und vielleicht kommt ihr auch auf Twitch mal vorbei. twitch.tv/anderelampe. Da gibt es dienstags immer Dienstagspolitik mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne. Wir spielen Spiele mit Politikbezug. Mittwochs spiele ich da im Moment noch Stellaris. Ja, schaut da auch gerne vorbei. Und auf jeden Fall erstmal danke fürs Zusehen und einen schönen Tag noch. Tschüss.